Der stirbt sowieso. Können wir das so machen? So. Heilung. Die tauschen. Der stirbt und der haut mich kaputt. Wobei, bam! Ja, betäubt. Sehr gut. Perfekt. Direkt betäubt, bevor er dran war. Das ist doch einfach mal wirklich perfekt. So, klatsch. Giftspritzen in den Bauch. Ankotzen. So, wir haben schon 6 Schaden. Dann nochmal hier ein bisschen Fernkampfschaden. Bam. Dann hauen wir ihn nochmal drauf. Das ist schon fast tot. Nicht bluten. So, du buffst dich mal selber, einfach nur weil du es kannst. Du gibst dir selbst Ablösung. So. Wir buffen uns auch nochmal. Weil der stirbt ja eh sowieso, wo das Gift jetzt dran ist. So, und du heilst dich mal selber. Um 0. Dir fehlt, glaube ich, die richtige Motivation. Kronk, um dich selbst zu heilen. Versteck die Erbstücke, meins. Oh, nicht genug Platz. Das sieht schlecht. Zack, jetzt. Das ist der letzte Raum hier und dann 75 reicht auch zum Reingehen. Hä? Oh fuck, ich hab den hier vergessen. Oh, shit, nein! Oh, dann komme ich in die Dunkelheit da rein. Ich hab den hier unten vergessen, dass das ein Raumkampf ist, wenn dann Raum mit Schatz ist. Ja, Raumkampf mit Schatz, genau. Oh Mann, das hab ich komplett vergessen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin ein Trottel. Naja, wenigstens habe ich schon aufgeklärt, dass da eine Falle ist. Okay, kriege ich nichts mehr, was Dingens angeht. Ja, okay, die kann ich nicht mitten in die Büsten. Will ich dafür was anderes wegschmeißen? Nicht unbedingt. Muss ich leider sagen. Weil doch wahrscheinlich die Schaufeln kann ich wegschmeißen. Aber das ist weniger wert. Und entschärft. Und weiter geht's. Und jetzt ist es arschdunkel, weil ich dumm bin. Jawohl, geht doch. Kritische Heilung. Ja, soviel zur kritischen Heilung. Meereshieb. Nein. Hört auf. Oh Gott, er wird getestet. Unvernünftig. Was ist das denn jetzt? Warum ist die Morgennebel doch der Horizont? Warum ist die Morgennebel doch der Horizont ist fern? Oh Mann. Ankotzen. Ja, er will es nicht. Bleib, wo du bist, die schwarze Bestie, sie hat dich gesehen. Ja. Wie gesagt, unvernünftig. Vor allem ein Heiler wieder. Oh Gott, jetzt schützt er den da hinten. Warum ist einer Sohn der Sterblichen ein Schleier für die Unbedeutsamkeit? Ja, danke. So, versuch dich mal selbst zu heilen. Wahnsinn, das klappt sogar. Und das ist halt Blut ist dabei. Stresswelle.
So, wir kotzen euch nochmal an. 4 Schaden. 5 jeweils. Aua. Dann brülle ich halt die ganzen Gegner an. Damit ist mich auch einer tot. Octocestus. Die Sterne kreichen über uns, sie sagen unseren Untergang voraus. Ja. Ja, ich kann das. Eigentlich müsste Kronk nachmachen. Die Sterne kreichen uns. Oder sowas, keine Ahnung. Kann nicht nachmachen, wie ihr wahrscheinlich sehr gut mitbekommen habt. So, erstmal töten wir die beiden dann. Bevor wir uns um irgendeinen anderen kümmern. So, patsch. Noch eins mit der. Lächerlich, du bist nichts als Staub. Ja, der Gegner, ja. Aber heilen tut er trotzdem noch. Das ist ja mal ganz interessant. Und vernünftig scheint nicht so ganz so schlimm zu sein. Suchen wir uns nochmal zu. Ja. Bleib, wo du bist. Die schwarze Weste hatte ich gesehen. Ja, das hatten wir schon. Wiederholst dich. Und jetzt geben wir ihm halt Gift. Schön rein. Du absolutierst dir mal selber. So. Und du heilst dich selber. Das funktioniert doch ganz gut. Nur dass du halt selber wieder blutest. Das ist ein bisschen doof. Der haut mal zu. Macht hier ein bisschen Schaden durch. Hier zum Glück nicht mehr allzu viel. Da der zum Glück nicht so wahnsinnig viel Schaden macht. Der hält nur ewig viel aus. Nochmal hier, nimm. Kriegt schon 8 Schaden pro Runde. Du machst nochmal selbst Absolution auf dich. Bisschen Schaden, Stress reduzieren hier schön. Ich blute. Nochmal zu, sehr gut. Lächerlich, du bist nicht das Staub. Aber der stirbt doch jetzt sowieso. Kann man nochmal eine Runde heilen? Ich nehme dich selber. So, nehmen. Ich möchte noch kurz drin bleiben, weil ich möchte Truhe mit Erbstücken. Ein verborgenes Fach. Ich möchte nehmen. Ich kann ein Bild nicht mitnehmen. Ich kann ein Bild nicht mitnehmen. Ich glaube, 50 Gold kann ich verschmerzen dafür. So, und jetzt gehen wir raus. At last, wholesome marine life can flourish. If indeed there is such a thing. Ich brauche Essen mit. Und jede Menge Scheiß bekommen. Das gab einiges. Gab schon 24 von den Siegeln doch mindestens. Oh, so mehr. What the fuck? Ja, ich würde sagen, wir haben wieder genug Siegel. Es gab 36 Wappen. Alles klar. Krieger des Lichts. Plus 10% Schaden. Ein Licht über 75. Gebrechlich. Minus Max LP. Das ist Kacke. Langeweile? Minus Chance auf Tugend? Wie kacke bist du denn? Dir ist zu langweilig? Oh Mann. Curiosity. Interest. And obsession. Wirksam behandeln lassen, wirksam behandeln lassen. Ich bin zurückgekehrt von der Suche. Sehr gut. So, Syphilis. Dich müssen wir auf jeden Fall. Nein, nicht da rein. Dich müssen wir hier reinschmeißen. Syphilis behandeln. Diese Heise bricht wie ein Fäkaliensammler. Pete, nee, wer war denn jetzt noch krank? Kniffi, Langeweile. Minus Chance auf Tugend. Das ist nur relevant, wenn er auf die 100 Dingens kommt. Tollwut habe ich ihm jetzt gelassen. Wir mussten aber hier Gronk müssen wir beides. Was ist die? Ich will ihn auch da irgendwie. Also ich will ihn auch behandeln. Aber erstmal musst du. Erstmal musst du irgendwo deinen Stress abbauen. Na, Stress sortieren.
So, Knuffi, hast du irgendwie Stressessen? Nö. Nö. So, demnach kann ich euch einfach irgendwie verteilen. So, da du nie kein gläubiger Mensch bist. Hier, du spielst mal eine Runde. Ich bin dabei! So, und unser Veteran, der betet. Der wird noch gläubig. Ich leite mich. So, Dodger hat halt 42 Stress. Ist nicht so gut. Plus 15 Schaden gegen Menschen, minus 2 Ausweichen. Ring des Menschen schlechters. Jede Menge Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger und Pistoleros. Wobei ich die Kopfgeldjäger ehrlich gesagt mag eigentlich. Ich kann jetzt zum Beispiel die Unterkünfte steigern. Ich könnte aber auch vielleicht mal hier Fähigkeitenstufe 3 steigern oder halt. Ne, Waffen kann ich nicht. Fähigkeitenstufe 3 wird es dann wohl sein, erstmal. Die es gibt. Klatsch. Some may fall, but their knowledge lives on. Ja, Fähigkeitenstufe 3. Am Knuffi kann ich jetzt gerade nicht. Ich wollte nach Stufe sortieren. Dankeschön. Könnte ich nämlich Gubi hier mal die Fähigkeitenstufe 3 geben? Was bedeutet das denn? Oh, und die bluten zum Beispiel länger, was ganz geil ist. Hier wird bloß die Präzision erhöht, das ist nicht so relevant. Pistolenschuss, Präzisionerhöhung. Ist ja auch nur. Ja, gar nicht so schlecht. So, Flacker. Präzisionerhöhung, das sehe ich wieder nix. Nur die Präzision wird erhöht. Oh, hier wird die Heilung erhöht und das der Bluten-Dingens. Präzisionsgrundwert 2 nach vorne bewegen. Feindliche Gruppe tötet alle gegen diese Leichname. Ja. Auf jeden Fall die Heilung erhöhen. Und bei mir höre ich mir einfach mal alles. Wahrscheinlich schon. So, was brauche ich jetzt? Ne, nicht Gilde, hier Dingens. Was brauche ich da? Ich brauche die Urkunden. Wohin müsste ich dafür, um Urkunden zu bekommen? Urkunden muss ich in den Wald. Und da muss ich die Hexe dann doch irgendwann mal töten. Da brauche ich halt mehr Fernkampffähigkeiten. Wobei hier Giftschleim, den wollte ich auf jeden Fall bei ihm erhöhen. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Dass die anderen auch, die ich gerade dabei hatte. Hier Giftschleim. Richtig nice. Ja, 3 Punkte erstmal. Der kann hier damit. Der kann auch alles angreifen. Also der wäre auch nützlich. Weil der kann mit dem Nahkampffähigkeit auch die dritten Punkt angreifen. Downhieb, Absolution, Stresslinderung und mehr Heilen. Schadenmodifikator. Verwandlung. Wenn ich Verwandlung Stufe 2 mache, was passiert da? Also die Bestie wird stärker an sich. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch mal verstärken, würde ich sagen. So, dich hatte ich gerade dabei. Dodger hatte ich schon eine Weile dabei. Ich müsste dann wahrscheinlich wirklich demnächst mal angehen, die Hexe zu töten. Ohne, dass mir die Leute hoffentlich verrecken. Ja, das wäre, glaube ich, mein nächster Zug. Ansonsten könnte ich aber noch ein paar negative Sachen behandeln. Dunkle Versuchung. Ach, das kostet halt so viel, krass. Nee. Das kostet halt auch so viel. Habe ich hier noch was
Gottesfürchtig. Kleptomanie. Das kostet halt im Zweifel doch irgendwann mal richtig viel. Frage ist, was mache ich, wenn ich jetzt das ganze Geld ausgebe? Kann ich irgendwo anders? Ich kann die Meereshöhlen nochmal erforschen. Nochmal Raumkämpfe. Den mittleren Weg machen. Oder ich könnte hier auch nochmal Raumkämpfe abschließen. Doch, dann kann ich da ein bisschen noch was ausgeben, denke ich. Genau. Demnach Sanatorium. Müssen wir mal die Kleptomanie behandeln, weil die kostet richtig viel.